Hallo und herzlich willkommen zu Purring mit Nadine. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch ein glückliches und vor allem gesundes 2022. Heute geht es um die Verwendung von Anlegemilch in Verbindung mit Blattmetall auf getrockneten Purringbildern. Die Effekte, die sind wirklich hervorragend. Mir gefällt es sehr gut. Ich werde euch hier kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Die Anlegemilch ist sehr dünnflüssig. Ich habe mir jetzt hier einen etwas groberen Borstenpinsel genommen, weil ich keine so ganz akkuraten Linien haben möchte, sondern eher so ein bisschen grober. Ich möchte es nicht, dass es so aussieht, als hätte ich es mit einem Filzstift aufgemalt, sondern der Effekt soll ruhig etwas grober aussehen. Anlegemilch könnt ihr da aufbringen, wo ihr Lust habt. Ihr könnt auch euer Purring teilweise damit übermalen. Hier bei diesem Motiv habe ich mich dazu entschieden, auf einen gebrauchten Handschuh ein bisschen Anlegemilch aufzubringen. Dann habe ich mir in so ein kleines Tütchen so ein Küchenkrepp rein und habe mir damit so eine kleine Tupfoberfläche gebastelt. Geht vielleicht auch mit Alufolie oder einem Schwämmchen. Ich wollte es ja nicht ganz flächig haben. Für klar abgetrennte Linien verwendet einen weichen Pinsel, wie man ihn zum Beispiel auch für Wasserfarben verwendet, und tragt die Milch etwas dicker auf. Damit bekommt ihr nachher beim Auflegen des Blattmetalls eine ganz klare, deutliche Linie. Dieses Purringbild ist übrigens entstanden im Video Nummer 37, falls ihr reinschauen möchtet. Dieses Bild aus meinem Video Nummer 35 bekommt auch noch ein paar Effekte. Nach dem Aufbringen der Anlegemilch solltet ihr ca. 20 Minuten warten, bevor ihr dann das Blattmetall auflegt. Jetzt geht's endlich los mit dem Effekt. Juhu! Hier in dem Fall jetzt Kupferfolie. Das ist ein Blattgoldimitat nennt sich das. Das gibt es in so einem Dreierpack. Da ist Silber, Kupfer, Gold drin. Man bekommt sie auch einzeln. Das waren jetzt so 300 Blätter, von jeder Farbe 100 für knapp 14 Euro im bekannten Online-Portal. Ihr wisst schon, was ich meine. Da, wo ihr es flächig haben möchtet, legt die Folie komplett auf, so wie jetzt an der einen Ecke. Und da, wo ihr wirklich nur so kleine Effekte haben wollt, da reicht auch, wenn ihr so ein paar Fitzelchen drauf legt. Ihr seht, wenn ihr das Bild schräg haltet, auch die Bereiche, wo noch Anlegemilch ist und noch kein Metall drauf ist, das hat dann so einen leichten Glanz. Zum Abpinseln des Blattmetallimitats habe ich jetzt einen weichen Acrylpinsel verwendet und bin dann auch in alle Richtungen drüber, damit möglichst keine Reste übrig bleiben. Habe es dann nochmal mit einem Crepe, mit einem trockenen nachgewischt, weil ich will die Bilder ja anschließend auch noch versiegeln und möchte ja nicht die Metallstückchen in der Rolle hängen haben. Ja, hier jetzt das zweite Motiv. Auch wieder das gleiche Prinzip. Da, wo ich flächige Linien möchte, lege ich größere Stückchen Folie auf und da, wo ich unten, also von euch aus gesehen jetzt links im Bild, nur so kleine Effekte haben möchte, ihr seht, dann nehme ich so die Reststückchen und pinsel die so ganz locker auf. Das sind jetzt meine ersten Erfahrungen mit dem Blattmetallimitat. Ich mag den Effekt sehr. Ich würde es jetzt natürlich nicht in jedes Purringbild machen oder in jedes Bild. Aber so finde ich es ist interessant. Man kann damit schon was machen. Ich finde es schön. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob es euch gefallen hat und ob ihr sowas auch ausprobiert. Zum Abschluss folgen gleich die Fotos der fertigen Bilder. Ich darf mich an der Stelle schon mal von euch verabschieden, wünsche euch viel Erfolg beim Puren und beim Probieren und ja, freue mich, dass ihr dabei wart und lasst mir gerne einen Kommentar da oder einen Like, freue ich mich auch sehr drüber und genießt die schöne Winterzeit. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viel Regen und ab und zu mal ein bisschen Sonnenschein fürs Gemüt. Also, bis zum nächsten Mal, eure Nadine.